Auf die Kollegen der Hauptwache Duisburg-Nord wartet ein Fall, der auch den erfahrensten Polizeibeamten erschüttert. Denn ein Baby wurde auf einem Parkplatz entführt. Mutter Jennifer Bergmann ist völlig am Ende. Die Kollegen sind schon dran. Wir werden ihr Baby finden. Ich hab ihr Handy. Kommen Sie mit. Ich will Sophia zurück. Wir sind dran. Möchten Sie was trinken? Stehen bleiben, Frau Bergmann. Hast du gerade was zu trinken für Sie, bitte? Dankeschön. Ich will mein Baby zurück. Trinken Sie erstmal einen Schluck, dann sprechen wir gleich mit dem Kollegen. Schatz! Herr Bergmann. Was passiert? Die Eheleute Bergmann sind momentan sehr emotional ausgelöst. Das ist auch super verständlich. Die Frau Bergmann wäre uns schon beinahe zusammengebrochen, aber hat sich noch ein bisschen aufrappeln können. Da habe ich vollstes Verständnis für. Ich habe mich nur eine Sekunde weg. Was gibt's Neues? Herr Bergmann, die Kollegen sind schon dran. Kommen Sie erst mal mit rein. Kommen Sie mit, Herr Bergmann. Der Fall erfordert Einfühlungsvermögen, doch genauso schnelles Handeln. Bora Axu und sein Kollege Linus Haie wissen, bei einer Kindesentführung zählt jede Minute. Frau Bergmann, was ist das passiert? Lassen Sie sich Frau Bergmann kurz erzählen, bitte. Ich war einkaufen und habe die Einkäufe ins Auto geräumt. Dann habe ich einen Saft verschüttet. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und eine Hose bekleckert von einer Frau, die hat sich furchtbar aufgeregt. Und ich habe mich nur eine Sekunde weggedreht von dem Kinderwagen. Die Frau Dengler? Ja. Die haben wir auch schon erreicht, die ist unterwegs hierher. Und dann war mein Kind weg. Ich habe mich nur... Sie haben sonst niemanden gesehen? Nein. Ich war mit der Frau dran, die hat sich furchtbar aufgeregt. Da muss doch was wegen sein. Der Hose und... Sie haben auch niemanden flüchten sehen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Fahrzeuge ich gewesen? Ich bin auf dem Parkplatz rumlaufen. Ich habe niemanden mehr gesehen. Gut. Wir sind momentan zum Supermarkt gefahren. Wer kann das denn passieren? Das muss doch geplant gewesen ja, sein, oder? Unser Baby ist weg. Also, die Kollegin haben wir schon rübergeschickt. Die ist unterwegs zum Supermarkt. Bitte, die gleich finden mit Sie die Kleine. Ich bin ja. Ja. Komm schon mal bitte. Ist wichtig gerade, weil... Ja, es geht um den Fall. Achso, okay. Wir sind sofort da. Bleiben Sie bitte hier. Ja. Der Kassierer ist oben. Ja. Und die Überwachung auch mit dabei. Hat er mitgebracht? Oh, das ist gut. Sehr gut. Frau Dengler. Ja, das ist Dengler. Ja. Ich finde das alles so schlimm. Die arme Frau Bergmann. Vielen Dank, dass Sie erstmal gekommen sind. Können Sie uns irgendetwas sagen? Nein, haben gar Sie, nicht. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein, überhaupt nicht. Sie hat mir die Hose voll gemacht mit Smoothies. Und oh, ich finde das so schlimm. Hoffentlich finden Sie das Kind. Gut, also Sie können uns jetzt gerade nichts anderes, irgendwie was uns nein. weiterbringt? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Dann gehen Sie am besten mal durch. Der Kollege kümmert sich gleich um Sie, ja? Marcel Schneider, der Kassierer des Supermarktes, ist auf die Wache gekommen und hat ein Überwachungsvideo des zugehörigen Parkplatzes mitgebracht. Dies gibt es jetzt schnellstmöglich auf Hinweise zu untersuchen. Das ist das Video, okay? Das ist das Video, ja. Das ist jetzt der Parkplatz von Ihrem Supermarkt genau. aus. Wo ist denn hier die Zufahrtswege? Also ist hier da eine Einfahrt? Und genau, da vorne ist eine Einfahrt. Okay. Also ich habe jetzt mir das Video noch nicht angeguckt, ich habe nur den Stick mitgenommen. Der da bei uns in der Anlage drin ist. Mhm. Ich erhoffe mir durch das Video, dass wir den Täter bzw. die Täterin erstmal drauf sehen können. Anschließend erhoffe ich mir irgendwelche Informationen über den Täter, sprich Kfz-Kennzeichen oder mit was für einem Fahrzeug der Täter oder die Täterin angereist ist. Und vielleicht ist der Täter oder die Täterin ja auch schon beim Supermarkt bekannt. Gut, das ist ja schon die Frau Bergmann. Ja. Kommt da tatsächlich mit dem Kinderwagen. Haben Sie noch weitere Außenkameras oder ist das die einzige Außenkamera, die Sie haben für den Parkplatz? Also das ist die einzige. Für den Parkplatz haben wir nur die. Okay. So. Und das ist die Frau Dengler. Ja, die kauft auch öfter bei uns ein. Oh, da hat sie gerade was verschüttet? Ja. Ah, okay. Jetzt kommt noch eine weitere Person dazu. Schau mal. Macht sie sich tatsächlich an das Kind ran? Okay. Kennen Sie die Person? Herr Schneider, ein Stückchen zurück. Ja. Gucken Sie mal. Ja, die hat so eine Brille auf. Die Dame, die war bei mir auf jeden Fall an der Kasse. Die war bei Ihnen im Shop genau. drin? Okay. Die war auch bei mir an der Kasse. Ja. Was hat die nochmal gekauft? Die hat das. Also das ist mir aufgefallen. Die hat 6 Schachteln Zigaretten gekauft. Die geht ja auch Richtung Eingang jetzt gerade. Ja. Okay. Also sie hat 6 Schachteln Zigaretten gekauft, weil ich kann mich noch an die Tasche erinnern. Die hat die Tasche nur umgehabt und dann die 6 Schachteln da reingetan und dann war sie auf einmal weg. Das, was ich jetzt aus dem Video herauserkennen könnte, war, dass es keine gezielte Entführung war. Es sah vielmehr nach einer Impulsaktion aus, dass durch die Gelegenheit die Tat dann durchgeführt wurde. Hier, Linus, kommst du mal bitte hoch und bringst auch die Bergmanns gleich mit.
Danke. Und ich weiß ganz genau, die hat mit Karte bezahlt. Und vor ihr war eine Stammkundin von uns. Wie ist nochmal der Name von Vera? Aber die hat mit Karte bezahlt? Die hat auch mit Karte bezahlt. Was hat sie gekauft? Sechs Schachteln Zigaretten. 6 oder 7, weiß ich nicht mehr genau. Also ich weiß nur, vor ihr war eine Stammkundin von uns. Die Zahlungsdaten, die Informationen, die müssen wir ja irgendwie anfordern können. Klar. Bei Ihnen. Ne? Haben Sie da direkt Zugriff oder haben Sie das über eine separate Firma? Nee, haben wir direkt Zugriff zu. Können Sie mir die Nummer von Ihrem Markt bis kurz sagen? Kriminaloberkommissar Bora Aksu schöpft Hoffnung. Mit den Informationen der EC-Kartenzahlung hat er gute Chancen, die Täterin ausfindig zu machen. Wenn es ihre eigene Karte war, mit der sie bezahlt hat, kommt er auch an ihre Adresse und kann sich innerhalb der nächsten Minuten mit seinem Team auf den Weg zu der Frau machen und hoffentlich das Baby finden. Super. Könnten Sie mir die per Fax zuschicken? Mhm. Genau. Die Nummer ist vollständig. Vielen Dank. Mira, guckst du gleich, ob da ein Fax ankommt, bitte? Vielen Dank. Also wir können das auf jeden Fall auch nachvollziehen. So, hier. Kommen Sie mit rein. Weil die Dame, die... Was ist das? Eine Sekunde, Herr Bergmann. Ja? Ja, okay. Weil die Dame, die davor war, das ist eine langjährige Stammkundin von uns. Ja. Deshalb. Gut. Lassen Sie die Frau Bergmann gerade sitzen. Vielen Dank, Herr Schneider. Das ist eine gute Qualität, ne? Die Qualität ist gut von der Überwachungskamera. Kennen Sie diese Person eventuell? Ich habe die noch nie gesehen. Wer ist das verdammt nochmal? Kurze Haare. Ist eine Frau. Ist eine Frau, eine schwarze Handtasche. So, Gesicht haben wir nicht drauf, aber jetzt irgendwie vom Seitenprofil. Nein, ich kenne die nicht. Kennen Sie auch nicht? Nein. Irgendeine bekannte Freundin von irgendeiner Freundin von dir oder was? Mensch, man kann sie auch nicht von vorne. Ich bin nur eine Sekunde gewesen. Okay, also die Dame soll wohl mit Karte bezahlt haben. Ja. Der Herr Schneider, beziehungsweise Herr Schneider bestätigt das auch. Er kann sich auch ungefähr erinnern, nach welcher Stammkundin sie bezahlt haben soll mit der Karte. Wir haben jetzt gerade per Fax eine Liste angefordert. Bora, ja. Ich habe hier das Fax. Geht's was Neues? Super. Herr Schneider, schauen Sie mal ganz kurz. Zeigen Sie mal. Also, da haben wir unsere Stammkundin. Das ist Veronika Schröder. Ja. Die kommt halt auch regelmäßig. Und das war kurze Zeit danach. 14.05 Uhr. Das könnte sein, dass sie das ist, ne? Weil wie gesagt, die hat nur die Schachteln Zigaretten gekauft. Der Verkäufer, Herr Schneider, kannte die vermeintliche Täterin jetzt erstmal nicht, hat sie nicht wiedererkannt aus dem Video, konnte sich aber daran erinnern, dass sie im Supermarkt einkaufen war und wusste auch, dass sie vor einer Stammkundin, an die er sich namentlich erinnert hat, bezahlt hat. Und aufgrund dieser Information versuchen wir anhand der Zahlungsdaten und den Kartendaten, die wir vom Supermarkt zugeschickt bekommen, die Täterin dingfest zu machen. Das kommt vor dem Video. 39,90 €. Herr Bergmann, das wissen wir noch gar nicht. Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Okay. Ja, bleiben Sie erstmal ganz durch und wir fahren da sofort zu dieser Adresse und schauen mal, ob wir. Nein, Sie bleiben bitte hier. Die Kollegin muss noch ein paar Daten aufnehmen. Wir melden uns sofort bei Ihnen. Wir beeilen uns. Obwohl Bora Aksu und Linus Haje erfahrene Kriminaloberkommissare sind, stehen sie bei diesem speziellen Fall, bei dem es um das Leben eines Babys geht, extrem unter Druck. Sie hoffen, dass sie die kleine Sophia rechtzeitig aus den Fängen der Entführerin retten können, bevor sie ihr möglicherweise etwas antut. Verstärkung ist noch nicht da, aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal gucken. Ne? Ja klar, gucken. Gucken müssen wir. Was ist denn da? Da ist einer eingesperrt. Was? Hallo, Polizei! Moment, Polizei, Moment, 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 Vorsicht! Meine Frau ist irre geworden! Meine Frau ist dahin abgehauen, die hat ein Kind entführt, bitte! Hat sie das Kind dabei? Ja, die hat das Kind dabei, die will auf die andere Seite vom Fluss! Die ist mit unser Boot los, bitte! Linus, komm! Ja. Egal! Frau Ma! Hey! Frau Ma! Bleiben Sie hier! Bleiben! Frau Ma! Hey! Halten Sie an! Sie hat das Baby bei sich. Kommen Sie zurück, hier hat doch keinen Sinn! Kommen Sie hier rüber! Nimm das Boot, ich renne über die Brücke, ich versuche hier den Weg abzuschneiden. Die Kindesentführerin ist so verzweifelt, dass sie trotz des Polizeiaufgebots ihren Fluchtversuch durchziehen will. Kriminaloberkommissar Linus Haje versucht, sie mit dem Boot ans Ufer zu drängen, um sie so in die Falle zu locken. Ich bin auf der anderen Seite. Zurückbleiben. Frau Ma,
Frau Ma, ganz ruhig, Frau Ma, bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig, Frau Ma. Kommen Sie vom Wasser weg. Ja, Frau Ma, ich verstehe das. Wir sind von der Kriminalpolizei, Frau Ma. Bleiben Sie erst mal ganz ruhig. Ich muss das Kind jetzt mitnehmen. Frau Ma, jetzt bleiben Sie ganz ruhig. Jetzt bleiben Sie ganz ruhig, Frau Ma. Wir müssen das Kind jetzt der Mutter wiedergeben. Kommen Sie doch mal in meine Richtung, Frau Ma. Das ist mein Kind, Sie bleiben bei mir. Das ich verstehe das. Gib sie nicht wieder her. Frau Ma, bleiben Sie ganz ruhig. Frau Ma, bitte, es ist vorbei. Lassen Sie das Kind, bitte. Das ist meine geben Sie uns das Ida, Kind. Das ist meine Ida, bleiben Sie ganz ruhig. Bitte. Frau Ma, ganz ruhig. Zum Wohle des Kindes, bitte. Nicht, dass wir wollen dem Kind nicht, dass irgendwas passiert. Es gelang uns dann zum Glück relativ zügig, Frau Ma dahingehend zu beruhigen. Das heißt, zu beruhigen war sie eigentlich nicht, aber es gelang uns zumindest, sie dahingehend zu kriegen, dass, dass wir ihr das Baby haben abnehmen können. Sie schrie trotzdem noch und war aufgebracht, aber sie hat zum Glück, wie gesagt, das Kind uns übergeben. Gott sei Dank, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Also, sieht unverletzt aus. Scheint in Ordnung zu sein, die Kleine. Hallo, Baby. Ja. Hallo. Ja, das Baby scheint in Ordnung zu sein. Ja. Sieht unverletzt aus. Das Schöne war, als die Sanitäter das Kind untersucht haben, fiel uns allen ein Stein vom Herzen. Also, es war augenscheinlich komplett unverletzt. Das kam dann alles zu einem glücklichen Ende. Psychopathin, was fällt man ein? Herr Bergmann, kümmern Sie sich bitte um Ihre Tochter. Ich bin eine gute Mutter. Herr Bergmann, bitte. Kümmern Sie sich um Ihre Tochter. Ich kümmere mich gut um Sie. Bleiben Sie ruhig, bitte. Ich habe ein Kinderzimmer für Sie eingerichtet. Mir geht es doch gut bei mir. Gehen Sie zu Ihrer Frau, bringen Sie das Baby ein. Jetzt ist gut. Nehmen Sie die Frau einfach. Es ist gut. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich wünsche mir so sehnlich sein Kind. Ja, aber doch nicht irgendeins. Doch. Ich kann keine eigenen Kinder kriegen. Wir haben alles versucht. Und dann nehmen Sie sich ein Kind, ein wildfremdes Kind? Sie war so allein und sie hat mir so ähnlich gesehen. Also wenn man so ein Fazit ziehen möchte bezüglich Frau Ma, würde ich schon sagen, dass sie sicherlich psychologische Hilfe benötigt. Sie scheint ein Trauma zu haben und das ist auch keins, was sich von heute auf morgen löst. Nichtsdestotrotz werden wir ihr natürlich psychologische Hilfe vermitteln, aber es bleibt dabei, es ist eine Straftat und es ist keine kleine Straftat. Ida! Frau Ma, also wir nehmen Sie jetzt erstmal mit auf die Dienststelle. Und dann klären wir das Weitere, ja? Die Täterin wird vorläufig festgenommen und muss mit einer Anzeige wegen Kindesentziehung rechnen. Die Polizeibeamten raten ihr außerdem zu einer Therapie wegen ihres unerfüllten Kinderwunschs.